Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Katoto, beim Clan Battles. Ja, ich hoffe, die Aktion gestern beim Sky hat euch ganz gut gefallen. Er hat mich ja einen Tag vorher schon kontaktiert. Wir haben da ganz so ein paar Sachen ausprobiert und ich glaube, das war wieder mal eine runde Sache. Hat mich auf jeden Fall gefreut, dass er mich dazu wieder eingeladen hat. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Und wer den Stream nicht gesehen hat, ich verlinke ihn euch oben in der Infokarte einmal. Dann könnt ihr euch den vielleicht nochmal anschauen. Ist so ein bisschen was gewesen. Leider kein Legendenkampf, aber war nicht so schlimm. War trotzdem ein gelungener Abend. Und ich bin a Road to Max RAF. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das schon so nennen kann oder ob man das erst macht, wenn man nur noch so ein paar Heldenlevel hat. Aber ich denke, ich kann so mal so ganz langsam anfangen, diese Serie so ein bisschen einzuläuten. Und habt ihr eigentlich schon mal hier in die News reingeklickt? Also ganz, ganz witzig, kann ich euch sagen. Vor allen Dingen dieses Ride to Hog Mountain Game hier. Das ist nämlich ein Game. Also wer da noch nie reingeklickt hat hier, das ist absolut, ist der Hammer. Aber nichts für meine Hände. Ich kann euch sagen, 182 Meter habe ich bisher gepackt auf dem Handy. Solche Spiele waren noch nie mein Ding. Aber es macht irre Spaß und schöne Sache hier in jedem Fall. Und probiert es einfach mal aus. Was wir aber heute schon ausprobieren wollen, also heute am Freitag, wir wollen hier ein bisschen weitermachen in der Base. Ihr seht das, ich habe mal wieder alle Schotten voll hier, also 10 Mille Gold, 8 Millionen Elex. Und ich möchte gerne meinen Warden gemmen auf Level 18, denn ihr seht das, ich habe 9853 Juwelen, aber na, der ist schon ein bisschen teuer. 9,6 Koster, ich habe aber noch richtig was in der Treasury drin hier. Die machen wir jetzt mal leer und dann müsste das eigentlich hinkommen. Ja, von beiden 10. Und ich würde sagen, so fangen wir hier die Folge einfach an. Wir graden ihn hier erstmal ab, 7 Tage lang, und gemmen ihn allerdings fertig. Warum gemmen wir ihn fertig? Weil ich mit im Clankrieg bin und ich hoffe ja, dass ich die Gems wieder reinbekomme, denn 999 CK-Sterne stehen hier immer noch auf meinem Konto. Also, wenn ich den 1000. Stern dann hole, dann kriege ich die 1000 Gems in jedem Fall wieder. Deswegen machen wir den sofort fertig. Und ich möchte natürlich auch gerne die Queen so ein bisschen dazu fertig haben. Fehlt mir natürlich jetzt Dunkles. Ja, morgen ist der Tag der Tage bei mir. Was heißt Tag der Tage? Ja, morgen wird der Toto 25. Habe ich die Tage ganz witzig mal einen Kommentar beantwortet. Toto, wie alt bist du eigentlich? Da habe ich geschrieben, ich bin 15 und werde aber in ein paar Tagen 10 Jahre altern, nämlich 52 bzw. 25. Und ich denke, wir holen uns dieses Paket hier. 5,49 €, das kann ich mir in jedem Fall ruhig mal gönnen. Wir müssen die Entwickler auch mal wieder ein bisschen unterstützen, also machen wir das. Und da ist die Zahlung erfolgreich und 207.000, ihr seht das, man kann hier dann überbuchen, wenn man sich so ein Paket kauft. Also, wer das noch nie gemacht hat und damit schon immer geliebäugelt hat, die Lage aber voll hat und hat gedacht, ah, wenn ich das Paket jetzt kaufe, dann geht das nicht alles rein. Doch, es geht rein. Man kann das Lager überbuchen, auch wenn eigentlich nur 200.000 reingehen. Und jetzt habe ich zumindest die 192.000 und ich müsste eigentlich, ich muss natürlich jetzt auch nachschauen, ein Heldenbuch haben. Ja, ich habe ein Heldenbuch und ich würde sagen, zweiter Akt hier in der Folge, Road to Maxed RA11 ist 7 Tage, legen wir die Lady hier hin und wir wecken sie aber sofort wieder auf, weil ich sie heute Abend eben CK brauche. Jetzt habe ich noch 10.000 Gold, die wollte ich heute auch mit euch ausgeben, denn meine nächste Luftabwehr soll hochgehen. Ich habe jetzt schon 2 auf Max Level und die nehmen wir in jedem Fall mit. Jetzt können wir die Clanburg, glaube ich, auch ganz leer machen. Jetzt habe ich auf jeden Fall wieder einen Bauarbeiter beschäftigt. Das ist schon mal nicht schlecht und ich denke, ich kann noch einen beschäftigen. Ich warte zwar immer noch auf das Abholz-Spiel hier, aber ihr seht das, ich bin ganz gut in den Punkten, vor allen Dingen nach 2 Tagen, oder nach 1 Tag und ein paar Stunden, denn ich mache ausschließlich die richtig hohen Sachen hier, die also eigentlich ein bisschen länger dauern, das macht aber nichts, sie geben richtig fett Punkte diesmal, finde ich auch wirklich gut. Ihr seht das, wir sind bei 32.810 und ich muss 7 Adler-Artillerien zerstören, 1 Tag, 20 Stunden habe ich dafür Zeit, ich habe das Ding ja erstmal angenommen, damit es mir ist. Und ja, ich habe eine coole Truppe am Start, ein bisschen höher in der Liga und würde mir auch gerne den Event-Bonus holen hier. Dazu brauche ich noch 2 Sterne und ja, der Fokus ist natürlich ein Adler, gar keine Frage. Jo, endlich habe ich einen gefunden, also es dauert so ein bisschen, denn ich muss ja den Adler erreichen und ihr seht das, was ich für eine Truppe am Start habe.
Wir kommen den Adler auch entgegen, um den irgendwie zu erwischen. Wir haben da jetzt ein Single Inferno. Müssen wir mal gucken, was wir damit machen. Und ich würde sagen, wir klopfen hier mal an die Tür. Gehen mit den restlichen hier rein. Jetzt muss ich mal schauen. Oh, ich muss irgendwie zum Adler kommen. So, das ist das Ziel. Ich muss auch irgendwie zum Adler kommen. Und wir schauen mal die Mauerbrecher. Oh, die sind da ja schon durch. Das ist natürlich krass. Das ist krass, dass die da schon wieder durch sind. Jo, auch nicht schlecht hier. Meine Päcker hier mit reingesetzt. Wo ist mein Sprung? Ah, nein. Oh, ich habe meinen Sprung total verhauen jetzt. Tolle Wurst. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und mein King ist schon down. Mein King schon down. Ja, so komme ich natürlich niemals zum Adler. Tolle Wurst. Das ist richtig bescheiden mal wieder, dieser Angriff hier. Und, oh Mann, 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 wo ist denn meine Queen? Queen auch schon weg. Eieieiei, was ist das denn jetzt, was ich hier gerade veranstalte? Was ist denn das? Was ist das, was ich hier gerade mache? Wie heißt das? Ja, wie nennt man das? Wie nennt man das? Psycho ist das. Epischer Fail. Alter, das geht ja gar nicht. Also, vergesst das Ganze. Wir fangen einfach nochmal von vorne an. Naja, ich habe ja das Clanspiel hier. Ich muss 7 Adler-Devs machen. Und zwar in 2 Tagen. Das muss ich irgendwie schaffen. Aber sieht cool aus hier. So ein Elixierlager, wenn das so ganz, ganz transparent ist. Mann, Mann, Mann. Nervt mich so ein bisschen, muss ich. Ich habe jetzt mal auf dem Mobile Device geschwenkt, dass mir das nicht nochmal passiert. Das war ja gruselig. Das war gruselig. Und ihr habt es auch ich habe euch das nicht rausgeschnitten oder so. Ich habe erst gedacht, Toto, das kannst du eigentlich rausschneiden. Weil ich hatte die Szene zwar gemacht, aber genauso gut hätte ich natürlich auch im Video später was Schöneres machen können, nämlich jetzt. Und das geht gar nicht. Das geht echt gar nicht. Aber so epische Sachen gehören auch zu Clash of Clans dazu. Und hat der einen Adler hier? Oh, der hat keinen Adler. Der hat so schönes, vieles Dunkles für mich da am Rand stehen, aber hat keinen Adler. Pech, Pech, Pech. Ich brauche irgendwas mit einem Adler. Und zwar was nicht so stark ist. Nein, stimmt natürlich nicht. Also ich probiere das jetzt hier nochmal. Ah, das ging gar nicht. Ah, das ging gar nicht. Okay, wo hat er seine Infernos? Hat er da in der Mitte? Er hat Single Infernos hier. Das ist suboptimal, aber mal sehen, ob wir das nicht mit dem Warden irgendwie kompensiert bekommen. Und wir gehen hier mal außen an einem Lager ran. Erstmal mit einem Bogi hier. Mann, 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 das wurmt mich wirklich. Jetzt muss ich zwar ein bisschen nach unten sprechen, aber ich hoffe, das ist nicht ganz so schlimm. Und wir gucken mal, dass wir hier jetzt wenigstens so ein bisschen was gebacken kriegen. So, jetzt zündet der schon mal. So, meine 3 Packies hier rein. Oh, ich habe noch Mauerbrecher. Die nehme ich natürlich auch hier mit rein. Also ich gebe hier jetzt alles. So, jetzt können die hier mal richtig Gas geben. Wir brauchen in jedem Fall den Adler. Ja, da haben wir den Adler. Wir haben den Adler schon mal. Das ist schon mal super. So, King habe ich nicht vergessen diesmal. Jawohl, das sieht schon mal ein bisschen besser aus. Mann, 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 ey. Alter Falter, das geht ja gar nicht. So, jetzt gebe ich aber auch alles an Zaubern hier. Jetzt habe ich auch ein bisschen die Faxen dicke, das merkt er gerade. Denn der Angriff von eben, der hat mich doch extrem abgenervt, dass ich den nicht gepackt habe auf so eine Base. Und ich meine, ich habe schon schwerere Bases in Klankriegen gemacht. Natürlich mit ganz anderen Armeen. Im Moment spare ich mir so ein bisschen das Dunkle. Aber ich möchte natürlich das Clanspiel hier wirklich gerne machen, denn die 3000 Punkte, die müssen diesmal für mich drin sein. Und ich denke, boah, jawohl, meine Packies gehen hier richtig gut durch. So, jetzt zünde ich auch die Queen hier.
Ja, da gehen die mir zwar nochmal alle drauf da hinten, aber ist mir jetzt egal. Ich bin jetzt so ein bisschen in Rage. So, 3 Sterne, also haben wir den Bonus in jedem Fall jetzt auch bekommen. 4000 Dunkles, das ist super, denn ich brauche Dunkles unbedingt für den Klankrieg heute Abend. Und schauen wir mal, jawohl, 5200 Dunkles auch nochmal dabei und über 1 Million, das nenne ich mal Lot. So, Ende im Gelände. Ich habe ein bisschen die Faxen dicke, wir machen natürlich noch einen. Also kurz recken hier und dann sehen wir uns hier wieder. Road to Max R11 beim Toto Lasht. Ja, ich gucke mir gerade nochmal diesen echt beschissenen Angriff an. Mann, der war wirklich schlecht. 87.000 Gold, 90.000 Dunkles. Das nennt man auch gerne mal Ressourcenverschwendung. Aber immerhin habe ich 588 Dunkles geholt. Ich hatte danach noch eine Defense. Die lag dazwischen. Da hat mein Gegner auch nicht so wirklich viel geholt. Ich meine, mit 30% hat er sich wahrscheinlich irgendwo, denke ich mal, nur mein Rathaus geholt. Wir gucken mal gerade rein. Ich weiß nicht, ob ihr das immer mal so macht, mal in so eine Defense reingucken. Ich gucke immer mal wieder rein. Ah ja, so ein ganz billiger hier mit Beben. Also so Richtung Rathaus. Der hat sich auf jeden Fall nur das Rathaus, denke ich mal, hier geholt. Und nimmt auch den Bonus aus Meister 2 mit. Und dann kann man das natürlich hier auf so einen Elfer machen. Ich hatte natürlich auch suboptimalerweise Riesen in der Clanburg. Naja gut, die wehren sich immerhin gegen Bodentruppen. Also nicht ganz so schlecht, die machen ein bisschen Aua, aber Gift ist dort auch raus gewesen. Ich weiß nur nicht, ob der den Gift erreicht hat. Mein Single müht sich da, die Truppen alle wegzuballern. Und ab und zu werte ich mal solche Angriffe so ein bisschen aus, so nach dem Motto, das Rathaus könnte ja noch ein bisschen nach links, dafür den Inferno auf die andere Seite, dann wäre es noch ein bisschen zentraler. Muss ich mal gucken, ob ich das noch mache. Aber erstmal bin ich eigentlich immer ganz zufrieden. Das ist meine erste, das müsste auch, ich bin ja ein ganz schlechter Basebauer und das ist immer noch meine allererste Rathaus 11 Farmbase, die ich hier habe. Also ich habe tatsächlich noch keine andere Farmbase. Das kann ich euch auch zeigen, nicht, dass ich euch hier irgendwelchen Mist erzähle. Also hier in dem Layout-Editor seht ihr selber, Home Village links ist meine aktive, die ist empty und die ist noch aus 10er Zeiten beziehungsweise gerade so Anfang 11, da seht ihr da oben ein bisschen die Mauern. Also ich habe wirklich noch keine andere. Ja, mal sehen. Wäre vielleicht mal an der Zeit, mir auch mal eine andere zu bauen. Und ich hätte fast gesagt, das könnte er schon wieder sein. Hat natürlich wenig Elex, hat ein bisschen wenig Elex für uns, aber er hat einen Adler. Aber er hat einen Adler. Was mache ich? Toto, was machst du? Ich nehme den mit. Der hat einen Adler. Das ist optimal für mich. Jetzt gucke ich mal, was in der Clanburg hat. Nix. Okay, das ist natürlich noch viel besser. Vor allen Dingen für meinen kleinen Drachen hier. Und dann nehmen wir den schon mal mit. Okay, da gibt es da ein bisschen Beschuss. Dann hätte ich fast gesagt, nehmen wir den mal hier auch. Oh. Das ist ja richtig, da ist ja richtig was, würde ich mal so sagen. Und dann machen wir mal hier das Loch auf. So, dann nehmen wir mal Queen mit rein, King mit rein, Bola hier mit rein, Pekka, ein paar Magier. Oh, dieses Truppensetzen, sag mal, beherrscht ihr das eigentlich so? Ich verbrauche jetzt mal nicht meine Clanburg. Ich denke mal, ich hab 2 Sprung. Echt geil. Oh, wieso habe ich 2 Sprung? Oh Mann, ey. Ja, warum habe ich eigentlich 2 Sprung? Ich glaube, ich lasse sie mal hier hinten rausspringen. Das ist auch nicht schlecht. So, wo gehen denn alle so hin? Ah, die kriegen alle gar nicht mal so viel Schaden. Ich habe noch 2 Magier. Ich denke mal, was können wir denn eigentlich mit den Magiern machen? Wir können hier schon mal so einen Lakaien setzen. Ja, das sieht in jedem Fall gut aus. Wir zünden mal den Warden, mal sehen, was da alle so im Kreis des Wardens so ist. Das sieht noch ganz gut aus. Ich nehme hier mal ruhig den Heil mit rein. Und dann nehmen wir mal hier die beiden Magier noch mit. So, jetzt ist er aber auch alles Essig. Aber immerhin habe ich nicht so viel. Ich habe total nach unten gesprochen. Zumindest habe ich jetzt nicht so viele Ressourcen verbraten. Und ja, das sieht ganz gut aus. Dann zünden wir die Queen auch noch, dann ist die zumindest wieder geheilt. Also 2. Adler hier drin. Ja, so kann es natürlich super weitergehen. Ich habe jetzt auch schon wieder ganz gut Gold gefarmt.
Ich habe ja immer noch, wie viele Arbeiter habe ich eigentlich frei? Ja, zwei Arbeiter habe ich frei, einen lasse ich mir frei. Nächsten gibt es dann in 6 Tagen. Also da ist natürlich mal wieder ein Mäuerchen drin. Forschung geht auch voran. Ja, Road to Maxed Rathaus Level 11 geht ja auf jeden Fall voran. Ich werde jetzt gleich anfangen zu schuben, denn wir sind hier schon aktuell im Clan-Krieg drin. Ihr seht das, Gegner greift schon ein bisschen moderat an. Sind wir bestimmt dran hier. Ich hoffe, die Folge, wie oft wiederhole ich mich eigentlich heute, Road to Maxed R11, hat euch gefallen hier also. Es geht ganz, ganz hart voran. Und Clanspiele gehen hier natürlich auch ganz gut voran. Also 2 von 7. Ich bin zuversichtlich, dass ich das frühestens morgen dann auch fertig habe. Und dann geht das hier in jedem Fall weiter. Bis dahin, euer Toto.